glänzender Chrom, hier und da auch ein bisschen Patina. Aber so ist das bei Bocholt-Blüt. Wenn auch wegen des Regens nicht ganz so viele wie im Vorjahr, so kamen an diesem Wochenende doch wieder einige hundert Oldtimer zu Bocholt-Blüt. Und schnell merkten sie, es hat sich gelohnt. Denn die Stimmung beim Publikum war nicht nur wegen des verkaufsoffenen Sonntags bestens. Wir sind Bocholter. Von der Seite her gefällt uns das grundsätzlich gut, weil wir uns hier sehr, sehr wohl fühlen. Und heute ist natürlich wahnsinniges Aufgebot. Das Wetter spielt wieder mit. Sah ja heute Mittag nicht so gut aus. Sehr gut. Wir kommen jedem Jahr in Bocholt. Am diesem Sonntag. Am diesem Sonntag, ja. Ja, wir kommen öfters hier. Aber diesen Sonntag insbesondere. Ja. Man guckt mal die alten Wagen an. Ja. Und wir haben Glück, jetzt ist es trocken. Sehr gut. Bloß wenig Betrieb. War schon mal viel voller hier in Bocholt. Ja, die schönen Autos hier, die alten Autos. Ich habe ja auch so ein bisschen älteres Auto. Also ist schon ganz gut. Und wenn man sonntags nichts vorhat und hier ist. Schnäppchenjagd und Oldtimer-Treffen. Diese Mischung ist schon seit über 10 Jahren das Erfolgsrezept für Bocholts erstes Highlight im Jahr. Zu sehen gab es genug, etwa am Neutor und den Arkaden. Neben offenen Geschäften standen hier etwa alte Traktoren. Liebhaber alter Straßenkreuzer aber kamen auf dem Liebfrauen- und Gasthausplatz auf ihre Kosten. Hier nämlich parkten heute nur Old- und Youngtimer und boten reichlich Stoff für Benzingespräche. Am Nachmittag gab es dann auch noch Verstärkung von den Rückkehrern der zweitägigen Oldtimer-Ausfahrt, die traditionell der Bocholter Oldtimer-Club Grenzland-Klassik organisiert. Diesmal ging's ins Münsterland. Sie und viele andere alte Schätzchen präsentierte der erfahrene Oldtimer-Experte Andreas Hoffmann-Sinnhuber auf einer extra für Bocholt-Blüt gebauten Rampe. Es war wie jedes Jahr bei Bocholt-Blüt ein ganz buntes, ganz gemischtes Feld. Und das ist letztlich das, was auch so Spaß macht, dass du nicht 20 Porsche auf einem Haufen hast, sondern dass du wirklich vom kleinen Trabant bis zum Bugatti hier alles auf dem Bocholter Marktplatz hast und das vorstellen darfst. Und das ist einfach toll. Und da kommt natürlich auch als Ansager, in Anführungszeichen, kommt da einfach der Spaß hoch, wenn man wirklich hinterm Trabant auf einmal einen Bugatti kommen sieht. Auch wenn es nasser war als gewohnt, auch in diesem Jahr war Bocholt-Blüt wieder Auftakt für eine ganze Reihe echter Frühlingskracher. Mit Bands in Town am 30. April, dem Citylauf am 3. Mai und dem Kunstcarré am 4. Mai kommt in Bocholt bestimmt keine Langeweile.